Einsatzleiterlehrgang. Hier erhalten Sie Hinweise zu Steuerung und Funktionen Ihrer Einsatzkräfte. Hallo, ich darf Sie beim Einsatzleiterlehrgang auf dem Gelände des Center of International Disaster Control Training begrüßen. Ich bin hier und in den Einsätzen, die Sie später leiten werden, Ihr Supervisor. Wenn Sie den Lehrgang jetzt absolvieren möchten, dann klicken Sie bitte auf Ja. Wenn Sie den Lehrgang abbrechen und gleich mit Ihrem ersten Einsatz anfangen möchten, dann klicken Sie bitte auf Nein. Ihre Entscheidung. Okay, dann fangen wir am besten gleich mit den Grundlagen an. Sekunde. Gleich geht's los. Bei jedem Einsatz, den Sie leiten werden, haben Sie eine Reihe von Aufgaben zu bewältigen. Ihre aktuellen Aufgaben werden ständig in der Aufgabenliste angezeigt. Um die Übersicht im Einsatzgebiet zu behalten, sollten Sie sich jetzt mit der Kamerasteuerung anfreunden. Bewegen Sie den Mauszeiger an den Bildschirmrand, um die Kamera in die entsprechende Richtung über das Gelände zu steuern. Wenn Sie die Kamera schneller bewegen möchten, dann halten Sie dabei einfach die Umschalttaste gedrückt. Sie können die Kamera auch schwenken. Halten Sie die mittlere Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder nach rechts. Drehen Sie das Mausrad nach oben oder nach unten, um mit der Kamera näher an das Gebiet heranzufahren oder um weiter vom Gebiet wegzufahren. Versuchen Sie es. Wir bewegen uns jetzt zum Brandübungsgelände. Wie Sie sehen, trainieren auch andere Einsatzkräfte gerade für den Notfall. Ihre Einsatzfahrzeuge transportieren Ihr Personal automatisch ins Einsatzgebiet. Sehen Sie, da kommt schon ein Rüstwagen. Ja? Den werden wir hier auf dem Brandübungsgelände brauchen. Lassen Sie die Feuerwehrmänner im Rüstwagen jetzt aussteigen. Klicken Sie den Rüstwagen mit der linken Maustaste an. Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste ein zweites Mal auf ihn, um die Einsatzkräfte aussteigen zu lassen. Achtung! An einem der Übungsgebäude wird jetzt ein Brand simuliert. Aufgepasst! Okay. Um den Brand zu löschen, müssen Sie erstmal einen Feuerwehrmann mit einem Löschlauch ausrüsten. Wählen Sie den markierten Feuerwehrmann per Linksklick aus. Gut, jetzt achten Sie auf das Aktionsmenü des Feuerwehrmanns am unteren Bildschirmrand. Dort blinkt das Symbol mit Schlauch ausrüsten. Klicken Sie es an, dann wird sich der Feuerwehrmann, den Sie ausgewählt haben, automatisch am Rüstwagen einen Schlauch holen. Auf dem Weg. Wenn Sie jetzt nichts tun, werden automatisch alle Objekte, die Sie mit dem Feuerwehrmann löschen oder kühlen können, markiert. Sie können aber auch jederzeit die Leertaste drücken, um die Markierungen anzuzeigen. So, jetzt kann der Feuerwehrmann die Brände bekämpfen. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf das brennende Übungsgebäude. Der Feuerwehrmann sucht sich dann automatisch einen Hydranten in der Nähe und beginnt mit der Brandbekämpfung. Ein wichtiger Tipp. Sie sollten nicht nur Brände direkt löschen, sondern auch brandgefährdete Objekte kühlen, um zu verhindern, dass sich die Brände ausweiten. Rüsten Sie den zweiten Feuerwehrmann mit einem Löschlauch aus. Auf dem Weg. So, drücken Sie die Leertaste oder warten Sie kurz, um alle Objekte, die gekühlt werden können, anzeigen zu lassen. Und jetzt klicken Sie das Übungsgebäude, das nicht brennt, mit der rechten Maustaste an. Der Feuerwehrmann wird es dann kühlen. Gut gemacht. So, weiter geht's zum Unfalltraining. Dort üben Sie unter anderem die Versorgung von verletzten Personen. Hier wird ein Unfall simuliert. Wir werden uns dabei ganz auf das Thema Personenrettung konzentrieren. Ja? Notarzt und Sanitäter-Team sind bereits im Rettungshelikopter eingetroffen. Wählen Sie den Helikopter aus, damit Sie ihn dann landen lassen können. Klicken Sie jetzt mit der rechten Maustaste auf den markierten Bereich auf dem Boden, um den Helikopter dort landen zu lassen. Sehr gut. Lassen Sie nun Notarzt und Sanitäter-Team aus dem Rettungshelikopter aussteigen. In einem der Unfallfahrzeuge auf dem Gelände befindet sich ein Übungsdummy, der ein Opfer des Unfalls darstellt. Das Opfer ist verletzt und kann sich nicht aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien. Das Fahrzeug muss aufgeschnitten werden. Rüsten Sie also den markierten Feuerwehrmann mit einer Rettungsschere aus. Wird umgehend durchgeführt. Soweit, so gut. Jetzt lassen Sie den Feuerwehrmann das Unfallfahrzeug aufschneiden. Das Fahrzeug, das Sie aufschneiden können, wird automatisch markiert, wenn Sie ein paar Sekunden lang nichts tun oder die Leertaste gedrückt halten. Schneiden Sie jetzt also das Unfallfahrzeug auf. Gut. Jetzt bringen Sie das Opfer mit dem anderen Feuerwehrmann in Sicherheit. Achten Sie auf Ihre Aufgabenliste. Tragen Sie das Opfer jetzt mit dem Feuerwehrmann zur Markierung auf dem Boden. Jetzt muss das Opfer so schnell wie möglich vom Notarzt versorgt werden, sonst wird es an seinen Verletzungen sterben. Wählen Sie den Notarzt aus und versorgen Sie dann das Opfer. Beachten Sie die Lebensenergieanzeige des Opfers im Infobereich am unteren Bildschirmrand. Der Energiebalken des Opfers ist rot und nicht komplett aufgefüllt. Das Opfer ist schwer verletzt und nicht transportfähig. Während der Notarzt das Opfer versorgt, wird der Energiebalken aufgefüllt. Sie können das Opfer erst dann ins Krankenhaus transportieren, wenn das kleine Abbild eines Rettungsfahrzeugs von Rot zu Grün wechselt. Jetzt ist das Opfer transportfähig und sollte so schnell wie möglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Das erledigt das Sanitäter-Team. Also, transportieren Sie das Opfer ab. Bringen Sie das Opfer jetzt zum Rettungshelikopter. Der Helikopter wird dann automatisch starten und das Opfer in ein Krankenhaus transportieren, wo es weiter behandelt werden wird. Bei Ihren kommenden Einsätzen wird der Rettungshelikopter automatisch ins Einsatzgebiet zurückkehren, sobald er das Opfer zum Krankenhaus geflogen hat. Das Sanitäter-Team stabilisiert das Opfer während des Fluges und wird im Helikopter auch wieder zurück ins Einsatzgebiet gebracht. Das gilt übrigens für alle Einsatzfahrzeuge und Einsatzkräfte, mit denen Sie Menschen oder Objekte aus dem Einsatzgebiet abtransportieren. Hervorragend! Sie haben den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen. Sie sind bereit für Ihren ersten Einsatz. Melde mich gleich wieder mit den Details. Viel Glück. Sie schaffen das.